Let's go, coole Ahnenmod. Irgendwas Witziges, Pfiffiges. Wir sind im besten Fahrradladen Kaiserslauterns. Nee. Der beste Kaiserslautern. Der beste Fahrradladen in Frankfurt ist hier. Okay. Beste Fahrradladen in der Glockenstraße 4. Hi, ich bin der Franz, das ist der Lucien von Konrad, dem Fahrradladen, hier in Kaiserslautern. Und wir haben heute den Preis-Leistungskiller eigentlich hier. Ein Fahrrad, das aussieht wie 5000 Euro und es kostet eigentlich nur 1399 Euro. Das Scotts Speedster 20. There you go. Starker Einsatz. So. Also erstmal insgesamt, es handelt sich hier um ein Rennrad. Und zwar ein Rennrad für den Einsteiger oder die Einsteigerin. Ich finde es krass, es sieht super potent aus. Sieht aus, als würde man damit Tour de France so fahren. Also es sieht halt super wertig aus, auch eher, also wie ich das Rad gesehen habe, wie wir das bekommen haben vom Spediteur, habe ich gesagt, krass, haben wir 3.000, 4.000 Euro Räder bestellt. Also und dann war ich total perplext, weil hier die ganze Optik hier, auch dass der Schriftzug von Scott hier stark anfängt und dann hier so speedmäßig verläuft. Ne? Das hast du auch nochmal ja oben. Weißt ja. Du hast ja diese, das ist eine zweifarbige Lackierung, einmal das Grün, einmal das Grau-Silberne oben. Ja. Dann haben wir das Grün ist quasi matt. Dunkelgrün, ja. Green. Ist quasi so in Richtung Glossy. Das ist sehr, sehr geil gehalten und man muss auch sagen, da hat Scott viel Wert drauf gelegt, dass das Ding schön aussieht, weil auch generell in allen Farben, die auftauchen, die findest du irgendwo nochmal. Ja. Und das ist schon mal stark. Ich würde sagen, wir beginnen bei dem Rennrad hinten. Oder sollen wir gerade noch die Optik fertig machen, weil das ist halt das Coole, du hast halt hier dieses, wie heißt es nochmal, Green Brushed. Ja. Silver und das ist halt, der Sattel hat halt die gleiche Farbe wie halt diese Skinwalls vom Reifen an der Seite und halt die Lenkerbänder. Und das ist halt schon so ein cooles Detail. Die Sachen tauchen einfach immer nochmal auf. Das heißt, du hast keine irgendwie, wie bei so Lego-Sets, wo dann ein Stein auf einmal blau ist und alle anderen schwarz. Hier ist es alles stimmig. Das ist ein schönes Gesamtkonzept, das Fahrrad. Und ich finde auch, genau das ist das Ding. Du kannst das Teil so mitnehmen und so deinen Sport machen. Genau. Ja, und kaufst du noch Pedale, die zu deinen Füßen passen und zu deinen Schuhen. Und sonst hast du das Rad quasi als Gesamtpaket da. Ja. Fangen wir hinten an. Bereifung, Schwalbe Lugano. Jawohl, der hat, wie schon gesagt, diesen Skinwall. Das heißt, die Seite des Reifens ist einfach nur aus optischen Gründen grau gehalten. Finde ich, ist mal eine ganz schöne Abhebung. Der ist kein Slick-Reifen, der hat ein leichtes Profil, sodass du bei Regen immer noch fahren kannst. Es ist natürlich nicht ungefährlich, aber es geht noch. Also ein bisschen Grip hat der Reifen schon. Ein bisschen breiter ist er auch. Zur Schaltung wolltest du noch was sagen? Die Tiagra ist da drauf, ne? Genau, wir haben die Shimano Tiagra Schaltung. Das ist eine Shimano Einstiegsschaltung, aber die hat 20 Gänge. Das heißt, die Bandbreite ist relativ hoch. Hast hinten die kleine Kassette, hoppsa, hinten die kleine Kassette, vorne zwei Blätter. Jetzt ist die Kette gerade auf dem hinteren Blatt. Und auch die Kurbel. Ich meine, das ist beim Rennrad ja immer so. Kurbel und Kettenblatt sind eins. Hier vorne der Tiagra-Umwerfer, das ist alles einstimmiges Gesamtkonzept. Und was ich geil finde, um auch nochmal bei der Preis-Leistung zu sein, wir haben hier trotz des Preises keine Felgenbremse, sondern eine Scheibenbremse. Mittlerweile bei Rennrädern ja oft der Fall, kostet aber immer ihr Geld. Hier haben wir eine Shimano-Scheibenbremse mit einem Seilzug, also nicht hydraulisch, sondern wird mit Seil gezogen, aber haben dadurch natürlich eine viel bessere Verzögerung und auch gerade wenn du bei Regen fährst, faden die nicht. Nicht wie bei einer, wenn ich die Felgenbremse hier hätte, dann wird das Rad nicht so schnell zum Stand kommen wie so in dem Fall. Genau, wir haben hier ein Bike, was schöne 10 Kilo wiegt. Jetzt wird der eine oder andere Rennradfahrer sagen, was, 10 Kilo? Aber wir sind halt, wie gesagt, hier noch im Einstiegssegment. Anfang der Mittelklasse und klar, da gibt es halt noch Räder, die nur 7 Kilo, 8 Kilo wiegen, aber es ist halt trotzdem, das sind 10 Kilo. Ich meine, das Ding ist sehr Aluminium. Und trotzdem schaffen wir die 10 Kilo. Ja. Und theoretisch, wenn du jetzt sagen wolltest, ich will das Ding noch leichter machen, findest du die Punkte, wo du das ansetzen kannst. Auf jeden Fall, ja. Die Sattelstütze ist aus Aluminium, kannst eine Carbon-Sattelstütze machen. Carbon-Sattel. Also du kannst mit dem Gewicht sogar noch runtergehen. Trotzdem ist es ein Highlight, wenn wir jetzt weiter nach vorne gehen. Mal abgesehen von der Geometrie, bist du schon drauf eingegangen. Oberrohr sauschmal, dafür breit. Das ist alles so ein bisschen wie so ein Aerobau, finde ich. Ja, guck dir mal den Vorbau an, das finde ich halt noch krass, ne? Auch ultra geiler Vorbau. Der Vorbau ist so ein richtig dickes Teil mit diesen ganzen Spacern, die du natürlich auch rausnehmen kannst, um den Vorbau weiter nach unten zu machen. Ist es aber einfach wie so ein Aero-Vorbau gelöst bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis.
Genau. So, bleiben wir vorne. Klären wir noch gerade oder wie, mit dem Schalten. Ne? Wir haben ja halt hier die Bremsen. Ne? Wir können halt hier ganz sportlich nach vorne gelehnt fahren. Oder halt auch hier aufgestützt ein bisschen gerader halt fahren. Genau. Oder halt den Alltagsgriff. Ne? Fährst du so entspannt, bremst du so. Das sehe ich, merke ich auch, die Zügel gehen. Mhm. Hier ist der Punkt. Und die funktionieren auch gerade los. Funktioniert entspannt. Ich schalte hier, ich schalte hier, ich schalte hier, ich schalte hier. Da muss man sich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen, wer ein Fahrrad vorher gefahren ist, ein Trekkingrad oder so, wo man irgendwie gedreht hat oder einen Hebel hatte. Hier sind es halt vier, aber ist halt beim Rennradfahren typisch und vor allem kannst du halt in jeder Position schalten. Du kannst auch hier schalten. Klar, wir haben 20 Gänge, da muss halt das vordere Ritzel genau. Und hintere Ritzel müssen halt sowohl Schaltwerk als auch Umwerfer müssen angesteuert werden. Ja. So, auch eins der Highlights des Fahrrads für das Geld vor allem. Ich meine, gut, das sieht schon mal super sexy aus, aber auch die Gabel ist aus Carbon. Ja, wir haben den ganzen Rahmen aus Aluminium, trotzdem die Schweißnähte sehr fein gearbeitet, das ist hübsch, aber die, ach, da hört man es, ne? Mhm. Carbon-Gabel, auch nochmal hier das Scott-Logo drauf in dem abgesetzten, ja, so ein Silberton, glänzend. Ja, Silbergreen heißt es ja, ne? Und auch hier nur ganz fein. Mhm. Ja. Sieht schon also, sehr hochwertig aus. Es ist auch sehr optisch gebaut. Ja. Und vorne halt nochmal derselbe Schwalbe Lugano, zwei Reifen mit der Skinwall und auch genau die gleiche Bremse. Ja, das ist das Lustige, ne? Bei einem Rennrad, da passiert nicht so viel. Ist einfach back to the roots. Hier Flaschenhalter, hier Flaschenhalter, dass du dir auch ordentlich was mitnehmen kannst. Oder, jetzt kommt dein Einsatz, was kann ich noch dran machen? Gut, hier wäre das natürlich ein Frevel, wenn man hier ein Faltschloss drauf machen würde. Weil bei einem Rad von 10 Kilo jetzt ein Faltschloss, ein Arbus, irgendwas 6000 reinzuknallen, mit was 1,5-2 Kilo wiegt, wäre halt echt ein bisschen bös. Kann man natürlich machen, aber nee, also hier ist es eigentlich, man holt halt zwei Flaschen mit, zwei Bottles halt und gut ist, ne, dass man halt auch nicht trocken läuft. Ne. Noch einmal, was kostet das Ding? 1.399 Euro. 1.399 Euro, also wer sich überlegt, Rennradfahren, das könnte was für mich sein, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Scott Speedster 20 ist der geniale Einstieg. Du hast ein Fahrrad, das knapp über 10 Kilo wiegt und trotzdem unter 2000 Euro bleibt, und zwar dicke. Also ich finde, für einen Einsteiger im Rennradsegment ist das das ideale Bike. Vor allem mit der Optik gibt es momentan am Markt nichts, was ja, in dem Preispunkt halt das schlägt. Ja. Ne? Wenn du so eine Eisdielenpause machst, da werden sich ein paar Leute umdrehen. Genau.